Test the Max. Jahresrückblick 2011, die Autos, die uns bewegten, vor allen Dingen die Autos, die uns am meisten Spaß machen. Dazu gehört natürlich alles, was flach, breit und schnell ist. Der Ringner auf den ersten Blick nicht Spaß machen tut er hoffentlich, da werden wir uns gleich noch drum kümmern. Nachdem die Auswahl unserer Top 5 absolut voreingenommen und subjektiv ist, wollten wir das Ganze wenigstens auf neutralem Boden hier in der Schweiz in Appenzell machen. Der größte Party-Gag, respektive der größte Autobahn-Gag, das war ein unglaublicher kleiner Bomber, mit dem es wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, die ganzen Großen auf der linken Spur zu ärgern, der Fiat Abarth Tribute Ferrari. Das Coole am Tribute Ferrari ist, diese kleine Knutschkugel hier mit der Kriegsbemalung wird von allen anderen unterschätzt. Jeder denkt ja, naja, das ist so eine Knallererbse aus der Vorstadt. Der liegt natürlich auch knüppelhart und drückt dir jede Bodenwelle ins Kreuz. Aber den Spaß, den du hier auf der Autobahn hast, wenn du die Großen jagst, der ist einfach unbezahlbar. Das ist echt instant Dauergrinsing. Vom Drei-Käse-Hoch, dem Fiat Abarth, jetzt wieder zurück zu unserem Jeep Wrangler unter den drei Gelände-Urviechern, sprich eben den Jeep, den Land Rover und das G-Modell, ist der Jeep ja das älteste Fahrzeug in seiner Klasse. Den gibt es ja in seiner Grundkonstruktion praktisch schon seit dem Zweiten Weltkrieg, damals noch als Willys Jeep. Mittlerweile wurde das Auto über 1000 Mal überarbeitet, verändert. Optisch hat sich zum Glück nichts wirklich neu hier. An der Unlimited-Version ist natürlich der lange Radstand, sprich der Jeep wird zur Stretch-Limo mit einer dritten und vierten Tür. Also der wird bestimmt nochmal irgendwo zur Staatskarosse, wahrscheinlich in Nepal oder so. Von der Traktion her wäre der Wrangler sicher das perfekte Auto gewesen für unseren Top-Event 2011, aber ganz ehrlich, richtig Spaß auf Eis hast du doch eh nur mit dem Heckantrieb. Früh die Kurve anschauen, aufs Gas gehen und einfach die Kiste querstellen und dann schön ruhig fahren und es holpert und schlägt. Aber ich muss sagen, das macht so einen Spaß hier mit dem Mazda, mit dem Heckantrieb. Also ich glaube, wenn ich nochmal auf die Welt komme, dann wäre professioneller Ice Racer auch kein schlechter Job. Das macht so einen Spaß. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel Spaß hatte wie bei dem Eisrennen mit dem MX-5. Das war einfach sensationell. Von Schweden jetzt wieder zurück hier in die Schweiz mit unserem Wrangler. Wenn du hier drin sitzt, kommst du ja vor wie so ein Trucker. Gerade in der langen Version habe ich eigentlich mehr das Gefühl, ich sitze in so einem gelben amerikanischen Schulbus. Hier senkrechte Scheibe, nackte Tatsachen auf dem Armaturenbrett, fehlt eigentlich nur noch der lange Schalthebel, das Lenkrad, richtig schön viel Spiel. Also das ist schon so dieses Trucker-Feeling aus den 50er, 60er Jahren und so soll es hoffentlich auch bleiben. Trotzdem soll keiner sagen, dass der Wrangler nicht schon längst in der Neuzeit angekommen ist. Was haben wir alles an Elektronik an Bord? Zum Beispiel Zentralverriegelung, ESP und elektrische Fensterheber. Die Türen kann man aber trotzdem aushängen. Das Auto, das mich in 2011 am meisten beeindruckt hat, war eine Kiste, von der ich dachte, die geht sicher gut geradeaus und vielleicht auch mal ein bisschen um die Kurve, aber der geht brachial geradeaus und liegt in der Kurve wie ein Brett. Also das war wirklich die Überraschung 2011. Das war der CLS 63 AMG. Jetzt heißt es, let the good times roll. Wir sind nicht nur im AMG unterwegs, wir haben sogar noch das Performance-Paket. Sprich, wir haben jetzt 557 PS und 800 Newtonmeter. Ich glaube, das ist echt mal ein Wort. Und wenn du den Stempel durchdrückst, dann spürst du, wie der CLS sich mit aller Acht ins Zeug legt. Also da kenne ich waschechte Sportwagen, denen da schon längst die Puste ausgegangen ist. Autofahren ist heute ja im Prinzip kein Abenteuer mehr, es sei denn, du bist mit deinem Elektromobil in der Wüste unterwegs und suchst dort irgendwo einen Stecker. Aber der Jeep, der vermittelt dir,
wenigstens noch das Gefühl von Abenteuer, selbst wenn du damit im Berufsverkehr im Stau stehst. Für die normale Straße ist der so, wie der ausgerüstet ist, sowieso völlig overdressed. Das wäre ungefähr so, als wenn du mit Steigeisen, Pickel und Seil dich auf der Treppe hoch in den zweiten Stock arbeiten würdest. Völlig overpowered ist das Auto, das mich im letzten Jahr am meisten beeindruckt hat, denn das ist auf den ersten Blick ein Familienauto. Darunter steckt aber die Technik und vor allem die Kraft von einem Rennauto. Sensationell, wie die Kiste abgeht. Den darf man auf der Straße gar nicht fahren, dazu ist er viel zu schade. Der gehört auf die Rennstrecke und genau da haben wir ihn auch getestet. Die Rede ist natürlich vom M5. Also, ich glaube, der M5 ist eigentlich das beste Argument, eine Familie zu gründen, damit man wirklich einen Grund hat, so ein Auto zu fahren. Es gibt ja viele Sportlimousinen, aber der M5 ist natürlich die erfolgreichste und sicher auch mit Abstand die dynamischste. Also wie die Entwicklung immer weitergeht, das ist wirklich beeindruckend, mega geil, was dieses Auto kann. Da sage ich nur, give me 5, give me M5. Dieser M5, der saugt sich durch die Kurven. Da kann so ein Ringler natürlich nur von träumen. Der eiert hier um die Ecken, als wäre der auf großen Käserollen unterwegs. Da weiß man mal wieder, wie indirekt so eine Offroad-Lenkung sein kann, wie weich so ein Fahrwerk und vor allen Dingen, wie weich an so einer Kiste auch die Reifen sein können. Aber Fahrspaß ist ja immer subjektiv und insofern macht der Ringler dann doch schon wieder Riesenspaß, weil hier musst du noch richtig arbeiten, da musst du zu lang und da spürst du wirklich alles, was so draußen passiert. Das ist übrigens der erste Ringler, den es mit Dieselmotor gibt. Das ist der 2,8 Liter große CDR. Der hat 177 PS und soll auch schon GPS-mäßig mit über 180 auf der Autobahn gestoppt worden sein. Also gar nicht so schlecht. Was den Fahrspaß angeht, haben wir letztes Jahr neben dem M5 und dem CLS AMG natürlich noch mehrere Autos gemacht, bei denen es richtig abging, wie zum Beispiel den Carrera GTS, den Cayman R, den RS5 und natürlich den SLS AMG. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass unter all den getesteten Autos in 2011 nur einer das Traumauto sein kann. Und das ist natürlich ganz klar der Ferrari 458 Italia. Das Schnellste an dem Auto ist ja fast eigentlich die Lenkung. Der braucht nur zwei Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag. Beim 430er waren es immerhin drei Umdrehungen. Also das hat schon fast Formelwerte hier. So direkt ist die Lenkung. Und dazu natürlich dieser Höllensound. Diese Bremsen, ich glaube, so fest kannst du gar nicht drauflatschen, um die mal richtig voll auszukosten. Und das Erstaunliche ist es, der 458 scheint immer zu ahnen, was du willst. Egal, ob du lenken, schalten oder irgendwas machen willst, der ist einfach schneller, als du denken kannst. Also ein Himmelreich für einen Italia. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir den nächstes Jahr toppen können. Der Ringler übrigens ist im Gelände hier richtig zu Hause. Das neue Modell hat sogar noch mehr Bodenfreiheit als der alte. Der Allrad wurde auch überarbeitet. Also hier am Berg im Schlamm und Matsch, da schiebt man mit dem Ringler eine ganz ruhige Kugel. Also ich finde den Ringler nach wie vor ein klasse Auto. Der ist einfach ein bisschen anders als die anderen. Vor allen Dingen ist er cool und du fährst ganz, ganz entspannt. Wir sagen danke, dass ihr auch dieses Jahr wieder so oft reingeklickt habt. Wir werden im nächsten Jahr versuchen, eure Wünsche wie zum Beispiel den Wiesmann noch mehr zu berücksichtigen. Kommt gut rüber und feiert schön. Test the Max.